Das finde ich dann. Hat sowas Ursprüngliches, das Straßentheater. Ludwig Kaschke. Ja, Kaschke, ja. Kaschke. Ja. Sie spielen die Rolle des Vincelli in der Produktion des Salzburger Straßentheaters 2013, Johann Nestroy, Liebesgeschichten und Heiratssachen. Das ist eine sehr dankbare Rolle, weil sich das Publikum köstlich amüsiert über sie. Naja, das ist natürlich nicht so schwierig, weil die Figur wird dreimal angekündigt von den anderen. Er kommt später, wie sich das so. Und der Regisseur hat mir auch erlaubt, dass ich mir zu der Rolle Gedanken mache und wie. Und da bot sich das natürlich an, dass er auftritt und in die Tür hineinfällt und sich erschrickt über Neureiche. Das tun Adlige sehr gern, weil die Neureichen haben ja keinen Geschmack. Er glaubt ja, dass er Geschmack hat. Und dann, also so erscheint er auf der Bühne, da habe ich noch gar nichts gesagt. Aber ich habe das Publikum eigentlich da schon gewonnen. Also, nicht, dass die mich jetzt besonders toll finden, aber das ist halt eine Situationskomik und darüber lachen die Leute immer. Manchmal auch als Schadenfreude. Ja. Ist es Ihre erste Nestroy-Rolle? Ja. Ja, ich hätte nie damit gerechnet, überhaupt jemals Nestroy zu spielen. Weil ich finde den ja wunderbar, den Nestroy. Wir in Berlin haben so jemanden gar nicht. Also Glasbrenner kommt da nie ran. Oder, auch diese Schärfe von Nestroy ist ja einfach toll und bei manchen wohlwollenden Inszenierungen habe ich da noch am Anfang nicht ganz verstanden, warum Nestroy überhaupt ins Gefängnis kam. Aber inzwischen hat sich das schon sehr gebessert. Ja, als so norddeutscher Berliner wird es schwer sein, Nestroy zu. Wie soll man den denn spielen? Man, Österreich muss das natürlich schon sein. Aber wenn sich dann eine Rolle anbietet wie ein italienischer Adliger, dann geht das ja, weil er ja auch gar nicht die österreichische Sprache versteht. Also, weiß weder, wie er sie ausspricht, noch was sie bedeutet. Ne? Ja. Da habe ich dann natürlich meine Lacher, das ist klar, mit den Kollegen zusammen. Ja. Das ist der Lucia Distel, ihr Soch. Balawatsch, ich verliere den Verstand. Lucia Distel? Welch ein Name! Ja, wenn sie einen Sohn hat, ist er Pinchnelli. Vincelli! Aber das wird nichts! Um jeden Preis muss dem vorgebeugt werden. Hören Sie, mein Lieber. Ah, jetzt sagt er schon, mein Lieber. Sieg's, Kamerad, den Ton lasse ich mir gefallen. Gott, wohin bin ich geraten? Setzen Sie vielleicht auf pekuniären Gewinn bei der Sache? Sie, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, Sie Tapschädel, Sie. Ich bin ein reicher Kampe. Haben Sie das noch nicht geneist? Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Reden Sie zuerst mit der Distel, ich schicke Sie nachher. Ganz recht tun Sie das. Na, bin ich ein Kerl, der in der Welt taugt? Sieg's, mein Käserl. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Bruder Cinelli, wart's den Augenblick, ich schicke das her. Du deichselst Schinelli, du! Ha? Unsagbar vornehm! So ziemlich? Eine deugerte Frage. Sie haben meinen Sohn erst hier im Ort kennengelernt. Genau, euer spanischen Gnaden, im vorigen Frühjahr bei der Duld. Ich schaudere. Na ja, und wie das schon so geht, aus Stein ist der Mensch nicht. Es ist ein Mordsbürscherl. Wir haben dann einen Gestrampften hingelegt. Geister meiner Väter. Ein Vincelli tanzt einen Gestrampften. Der Heurige macht lustig. Heuriger. Der Spross eines uralten Hauses trinkt einen Heurigen. Zu viel, zu viel. Drei Viertel noch mehr innen. Entschuldigen Sie bitte, meine Zeit ist sehr bemessen. Spielen Sie zum ersten Mal Straßentheater oder sind Sie schon öfters bei dem Salzburger Straßentheater dabei gewesen? Salzburger Straßentheater zum ersten Mal, aber so 80er, 89, 90, da habe ich im Fauxtheater Weltuntergang von Jura Seufer inszeniert, im zweiten Jahr dann auch selber mitgespielt. Ist so ein bisschen ähnlich wie das Salzburger Straßentheater, das hat der Otto Tausig
ins Leben gerufen, damals in den Gemeindebauten in Wien. Und das war auch ein sehr dankbares Publikum, weil die gehen ja auch nicht ins Theater. Die kamen dann aber alle aus ihren Wohnungen raus, wir stellten die Bänke und dann ging es los mit Hund und Fernseher zu laut oder Steckdose mal rausgezogen oder irgendwie. Aber das gehört ja dazu. Das macht das Straßentheater auch so lebendig. Na, da habe ich schon die Erfahrung, habe ich da schon gesammelt. In Italien ist es übrigens ist Straßentheater gar nicht so was Besonderes, weil da gibt es sehr viel Straßentheater. Durch die Commedia dell'arte, also traditionell, also in der Toskana, ich weiß nicht, wie viel Straßentheater es da gibt, aber einige schon. Ja. Wie ist das Salzburger Publikum? Was haben Sie für einen Eindruck bis jetzt? Ja, na, das Schöne ist ja beim Straßentheater, dass man jeden Tag, und zwar zweimal, ist schon eine Konditionsfrage manchmal, besonders bei der Hitze. Das Publikum ist immer verschieden. Das kommt auf den Bezirk an, das kommt da wohnen diese Leute, da wohnen jene Leute. Oder meinetwegen in einem Seniorenheim, ältere Leute, die natürlich sehr dankbar sind, weil die ja auch nicht in der Lage sind, auch ins Theater zu gehen, selbst wenn sie wollten. Junges Publikum, ein bisschen elitäres Publikum, also durch die Bank, aber es ist immer, jetzt sehen Sie es ja auch, es ist immer voll. Ne? Und die Leute, die kriegen wir schon, die machen. Dauert ja auch nicht so lange. Ich wollte mir nur respektvollst die Bemerkung erlauben, dass der junge Herr mir 286 Gulden und 36 Kreuzer schuldig ist. Schreib er den Betrag auf meine Rechnung. Hat der Nebel ein Glück? Herr Oreur, werde ich hier lesen.